Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind bei Folge 2 angekommen für Kerbal Space Program in Realism Overhaul mit Real Solar System und Kerbalism installiert, alle möglichen Mods. Wir haben in der letzten Folge unsere erste Rakete gestartet, haben ein bisschen Wissenschaftspunkte gesammelt, haben jetzt 6,2 Wissenschaftspunkte und die wollen wir gleich mal für irgendwas ausgeben. Ja, ich würde auch fast sagen, wir kosten alles ein Science am Anfang. Die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, am Anfang hier erstmal die Rocketry. Ja, dass wir hier ein bisschen was sammeln, weil, wo die hier für mich völlig unwichtig sind, will ich halt hierher. Ja, hier gibt es die Baby Sergeants. Die sind traumhaft. Die kann man alle aneinander packen. Hat, glaube ich, insgesamt um die 3000 Delta V. Also ist super, wenn es dann später heißt oder darum geht, in den Orbit zu kommen. Traumhaft. Genauso bessere Rocket Engines. Die XLR-11, die habe ich jetzt nicht so oft genutzt, die finde ich jetzt nicht ultra gut, obwohl die 4 Ignitions hat, aber da wir eh noch nicht, und 25% Min-Throttle, das war für Spaceplanes, glaube ich mal, oder Airplanes, genau, Design für Airplanes, deswegen konnte man die so fliegen. Und die ist mit Ethanol geflogen worden, also Alkohol und Flüssig-Sauerstoff, sehr interessant eigentlich. Was hier noch viel wichtiger wäre, hier kriegen wir nämlich Engine-Upgrades. Zwar einmal für die Aerobee, ein bisschen bessere Upgrade für das Triebwerk, was wir letzte Folge verwendet haben. Und für die A4, die werden wir nämlich auch benutzen. Und zwar kriegen wir hier dann die A9. Deswegen würde ich sagen, steigt man hier gleich mal ein. Das passt soweit. Oh, okay, doch. Dauert doch ein bisschen, bis die entsperrt werden. Weil es war ja nicht angeklickt im KCT, also Construction Time. Naja, egal. So, hier haben wir Aerobee, AJ-10. Okay. Die AJ-10 ist ja ein Triebwerk, was wir später noch kriegen. Das wundert mich gerade, diese Namengebung. Aber ist ja egal. Werden wir dann schon sehen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Treibstofftanks haben wir hier. Ah, hier haben wir die Radial-Tanks. Die sind auch noch sehr interessant für später. Und hier unten haben wir, glaube ich, dann noch Procedural Avionics Upgrade. Genau, weil wir haben ja auch die Procedural Avionics. Und die sind auch nie schlecht. Und hier in dem Teil müssen wir nämlich dann auch noch später gut einsteigen. Hier kriegt man dann nämlich Akkusätze und so. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal. Ja, gehen wir erstmal die Solid Rocket Engines mit rein. Genau. Und würde ich sagen, hier das nehmen wir noch mit. Nimm mal alle am Anfang mit, komm. Was soll der Geiz? Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Und hier braucht man eh schon 7 Science, um hier weiterzukommen. Weil die ist für, die sind nicht so gut. Habe ich vertan? Die anderen Tanks. Die sind die guten, die man haben will. Aber egal, jetzt haben wir mal 2 Science. Jetzt können wir mal gucken. Kerbal Construction Time. Tech. Ja, jetzt haben wir die Tech, die ewig lang braucht, bis sie unlocked wird. Deswegen würde ich sagen, lassen wir mal das erste fertig machen. Das nehmen wir mit. Da warten wir jetzt einfach mal gleich hin. So, hängt er mal kurz. Und wir sind fertig. Gut, haben wir den ersten Tech erforscht. So gefällt uns das. Kann man gucken, haben wir eigentlich schon wieder Upgrade Points? Nein, haben wir keine. Total Science 6. Okay, da sieht man die Science quasi. Okay, interessant. Gehen wir mal in die Fahrzeugfabrik. Schauen wir mal, ob wir unserer Rakete ein paar Verbesserungen zufügen können. Oder ob man die ein wenig erweitern können, größer machen können. Neue Triebwerke dran, neue Tanks. Gibt es bestimmt Möglichkeiten. Weiß ich, dass es Möglichkeiten gibt. So, und da sind wir schon. Was wir jetzt machen wollen, ist mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Triebwerke. Und zwar haben wir die A4. Das ist, glaube ich, genau die. Die haben wir auch inzwischen freigeschaltet. Genau, die A4. Die können wir jetzt mal unlocken. Die ist nämlich ein bisschen größer, wie man sieht. Ja, im Vergleich zu der Aerobee. Aerobee müssten wir jetzt ein Engine Upgrade haben. Genau, und zwar die nächste. So, jetzt können wir hier gucken. Okay, die hat zwar die Rated Burn Time, was man links sieht. Also hier hat, also die aktuelle hat 47 Sekunden Rated Burn Time. Das ist so die Zeit, nach der vermutlich das Triebwerk einfach ausgeht. Ja, wir hatten unser Triebwerk hier auf 1 Minute 47. Und die hat eh recht gut durchgehalten.
Aber die hat jetzt noch weniger, 40 Sekunden. Aber dafür hat sie das doppelte an Schub. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir das. Weil dadurch geht die Zeit, wie man sieht, eh gut runter auf 40. Und wenn wir der ein bisschen mehr Power geben, dann... Oder ein bisschen mehr Treibstoff. Dann gehen wir ein bisschen darüber hinaus, reizen das ein bisschen aus. Schauen wir mal. 42, 45. Ups. Das ist alles, was hier der einen Tank hergibt. Leider. Ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Aber dann können wir das hier noch ein bisschen anpassen. Ja, komm, was soll der Geiz? Gehen wir bis 1 Minute hoch. 1 Minute 4, das nehmen wir. Das schaut gut aus. Auch wenn das jetzt viel länger als unser Rated Burn Time ist, aber die nutzen wir einfach aus. Ja, was soll's, wenn das Triebwerk ausfällt, dann fällt's aus. Setzen wir unsere Tragflächen wieder hier runter und unsere Triebwerke setzen wir auch mal hier runter wieder. Passt. So, dann wollen wir, wie gesagt, aber noch ein bisschen weitergehen. Und zwar wollen wir jetzt eine zweite Stage hinzufügen. Ah ja, vielleicht sollte man das ja auch noch fixen. Der hat ja anscheinend einen Entkoppler. Okay. Warum brauche ich ja den Entkoppler gar nicht? Setz mal einfach den nach unten. Und dann, glaube ich, sollte das gehen, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Schauen wir mal. Ob das jetzt immer, was ich gemacht habe, wir haben jetzt quasi den Fallschirm unten, weil ich glaube, der entkoppelt sich dann auch schon von allem anderen. Mal, dass es passt. Gut. Jetzt, wie gesagt, wollen wir eine zweite Stage hinzufügen. Dazu brauchen wir einen Entkoppler. Ach, warte mal, da gibt es nämlich den Aerobee-Entkoppler. Den nehmen wir doch für unser Aerobee. Ja, der passt nämlich so schön ran. Zack. Super. So, und da wollen wir jetzt noch einen Tank dran machen. Wieder einen Modular-Tank. Den machen wir ein bisschen dicker gleich. Ein bisschen länger. Ungefähr, schauen wir mal, ob das so passt. Und setzen die A4 dran. Die A4 hat, glaube ich, auch schon Engine Upgrade. Genau zur A9. Boah, ist teuer, ey. 35.000. Sollen wir das machen, hä? Ich mach's mal noch nicht. Lass erstmal mit der fliegen. Wir fliegen mal mit allen Raketen. Jetzt müssen wir wieder Treibstoff zufügen. Aber vorher mache ich mal, ich will den Mount unten ein bisschen verändern. Da gibt's nämlich einen schönen Mount, der so schön zu dieser Engine passt. Sehen wir schon, hier gibt's Mounts für Saturn V und so, Saturn S, Generic und den Boattail. Den finde ich, der passt ganz gut. Sitzt die Engine hier so drin, ne? Ist ja nicht viel länger. Und das passt gut. Und jetzt brauchen wir hier die Fliegt mit Ethanol, Liquid Oxygen und HTP. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das war irgendwie eine Art Öl, Schmiermittel, sowas. Und jetzt nehmen wir hier eine größere Launch Clamp noch her. Eine, die ein bisschen besser passt. Ich glaube, die 1,65 Meter passt hier ganz gut. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber wir setzen die wieder ein Stück nach unten. So, ja, ein bisschen nach oben, dass es besser ausschaut. So. Gut. Können wir fast noch eigentlich die Nose anpassen, ha? Dass es ein bisschen besser ausschaut. Ja, so nicht ganz. Ups, jetzt habe ich sie verlängert. Ah, ich habe so viele verschiedene Nasen. Wahnsinn. Ja, jetzt kannst du es aber mal aufhören mit übertreiben hier. Ja, jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung hier. Ja. Das würde ich sagen, passt, ha? Unsere Rakete dann ein bisschen kleiner und ja, das gefällt mir. So, passen wir hier mal wieder unsere Stagings an. Hier machen wir es jetzt andersrum. Hier nutzt man die jetzt, um ein bisschen Schub zu generieren, bevor wir die zünden. Weil wenn wir jetzt hier entkoppeln, kann es sein, dass die Luft unsere Rakete abbremst, der Treibstoff komplett nach oben geht, kein Treibstoff hier unten ist und die Rakete nicht zünden kann. Dann, nachdem wir hier quasi entkoppeln, lassen wir die kleinen Triebwerke zünden. Die schieben unsere Rakete nach vorne, sodass unsere Treibstoffe hier sich unten sammeln und dann können wir danach unser Triebwerk hier zünden. Ich glaube, so machen wir das ganz gut. Oh, jetzt sind wir hier schon rot. Rot ist schlecht. Na, warum ist denn das so weit oben? Okay, komisch. Rot heißt, die Masse ist zu viel. Ja, unser Launchpad da vorne kann nur bis 20 Tonnen Masse akzeptieren. Wir haben noch keine Upgrades gekauft. Ja, ist ein bisschen doof. Das machen wir einfach auf 20 Tonnen runter gleich. Aber erst wollen wir noch ein paar schwere Sachen anbringen. Und zwar wollen wir Winglets. Die bringen wir hier an.
Weil die machen ja auch nochmal Gewicht. Ich setze zwar auch hier den Gewichtskraftmultiplikator ein bisschen runter, dass sie leichter sind. Aber bevor ich das Gewicht anpasse, erstmal die Sache anbringen. Weil jetzt können wir schauen, was es dann wirklich ausmacht. So, jetzt sind wir nämlich bei fast 25 Tonnen. So, setzen wir jetzt mal eins runter. Nochmal eins runter. Jetzt sind wir bei 18 Tonnen. Jetzt können wir ja mit dem Vertical Scale noch ein bisschen nach oben gehen. Ups, war schon zu viel. Schaut. Jetzt sind wir bei 19,6. Das passt. Rakete ist nicht schwer. Also nicht zu schwer. Kann man starten. Aber ich glaube, was wir eigentlich hätten machen sollen, ist noch Avionics hinzufügen, oder? Weil eigentlich hat man die hier. Die A4 Guidance Unit. Die ist natürlich genauso breit wie unser Tank. Die hätten wir eigentlich noch irgendwo unterbringen sollen. Weil sonst können wir ja unsere Rakete nicht steuern. Sonst machen wir es einfach mit der Procedural Avionics hier. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert zu verstehen. Sonst sagt es mir, wenn es zu kompliziert ist, dann kann ich mich noch ein bisschen darauf konzentrieren, es ein bisschen mehr zu erklären. Oder erkläre ich zu viel? Kann auch sein, dass ich zu viel erkläre. So. Diameter machen wir auf 1 Meter. So, wir wollen 20 Tonnen kontrollieren. Oh, das ist schon alles, was da geht. Wirklich. Oh, das ist schlecht. Dann müssen wir doch nochmal hier anders machen. Nose machen wir auf Standard. Auf Flat. Hauen die weg. So, die Guidance Unit. Die kann nämlich 20 Tonnen kontrollieren. Das ist perfekt. Genau das, was wir wollen am Anfang. Dann machen wir es jetzt doch so. Ja, haben es ein bisschen verändert. Aber das ist genau die 20 Tonnen, die wir verwenden können. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen das Gewicht nach oben setzen. So, 20 Tonnen, das heißt, wir haben genug Avionics für den ersten Teil, können dieses Triebwerk auch kontrollieren, weil das Triebwerk hat einen Kardanring. Kardanring, genau, so heißt das Ding. Kann quasi nach links und rechts lenken, um unsere Rakete zu steuern. Gehen wir weg da. So. Und ja. Dadurch können wir das kontrollieren hier unten, solange wir einen Empfang haben, also eine Antenne haben. Antenne haben wir hier dabei. Genau. Und dann erst, wenn wir hier zünden, können wir sie nicht mehr kontrollieren, aber das passt ja dann. So, und das ist, ja, lassen wir immer noch Alpha 1, das passt. Speichern mal ab und drücken auf Starten. Zack, edit Alpha 1 zu Web. Müssen wir schnell warten, bis die gebaut wird. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt mehr Sinn macht, was ich da jetzt gebaut habe. Und wir ein bisschen höher kommen. Das wäre doch schön. So, Achtung, wir machen wieder einen Time Warp. Ja, ohne Körperalarmglock läuft das viel flüssiger. So. Ach, was haben wir hier gemacht? Was anderes erstmal. Okay. Das dauert noch ewig, bis die gebaut wird hier. Huh? Rush Build 10% für 2000. Boah, das lohnt sich überhaupt nicht. Huh? So, machen wir mal die Science hier weiter. So lang. So, und jetzt ist das nächste in 13 oder in 3 Jahren. Nee. Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen. Okay, in 3 Tagen. Ich dachte gerade schon, hör. 3 Tagen ist die jetzt auch fertig. So, Rollout. In Storage. Genau, Rollout. So, Warp to Complete. Jetzt steht es auch am Launchpad. In der Nacht. Ich mach mal Tag. Ne, lass mal am Tag starten. Ist schöner für den Anfang, glaube ich, weil ich denke mal, auf YouTube wird es in der Nacht ziemlich dunkel sein. Bis auf ein paar Lichter sieht man ja gar nichts. Aber so schaut es jetzt schon besser aus. Ja, es ist schöner Morgen. Sonne ist aufgegangen. Oh, wir denken mal. Und schon fast Sommer, hä? So wie die Zeit hier vergeht. Es ist schon 1952. Jo, stellen wir uns mal auf die Startrampe. Achso, nee. So geht das ja hier nicht. Launch. Im normalen Spiel könnte man auf die Startrampe anklicken, dann die Rakete, die man fliegen will. Und dann geht's los. Ja, viele Veränderungen hier. Ah, Spaß macht's, finde ich. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Also wirklich, muss man echt sagen, das Spiel ist von Squad entwickelt. Das ist ein kleiner Programmierer-Trupp. Oder, weiß ich nicht, vielleicht auch größer. Auf jeden Fall Mexico City, glaube ich. Und ja, die haben Squad entwickelt. Die haben Kerbal Space Program entwickelt. Ein tolles Spiel, auch schon ohne Mods. Wunderbar. Also wirklich, habe ich tausende Stunden mitverbracht mit dem Spiel. So. Ist die standardmäßig immer aktiviert hier, oder wie? Ausschalten. Lass mal das mal so. Es verwirrt mich, dass die hier an war, standardmäßig. Das ist normalerweise nicht so. Okay, so, wir starten wieder unsere Science. Oh, die sind auch standardmäßig aktiviert. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist normalerweise nicht so. Aber okay, soll mich nicht stören, wenn das automatisch an ist. Das ist ja gut. Eigentlich ist es sehr gut, aber
Warum war das jetzt? Weil ich habe ja schon mal vor ein paar Tagen ein bisschen gespielt. Oh, Electric Charge geht ganz schön schnell runter. 5 Minuten noch, dann ist unser Power weg. Okay. Jetzt machen wir noch ganz kurz unseren Fallschirm, will ich aktivieren. Genau, und dann können wir eigentlich jetzt schon starten. Und zwar geben Vollgas. Wir machen, ich glaube, wir haben noch keinen. Doch, wir können Stabilitätskontrolle anmachen. Und dann geben wir Schub. Warten, bis die auf 100% Schub ist. Und los geht's. Und da fliegen wir. Ohne Probleme. Geht's nach oben. So, die wird sehr warm, die Engine. Aber es sollte sie durchstehen, ohne dass was kaputt geht. Gut, ich werde schauen, dass wir ein bisschen nach rechts fliegen. Ich lenke jetzt ein bisschen nach rechts. Sieht man hier unten, Gierung. Ein bisschen nach rechts rüber. Damit wir schon mal, wenn jetzt was passiert, die Rakete nicht zurück, ja, aufs Launchpad kracht, sondern dass wir hier ein bisschen rausfliegen. Und wird auch für später wichtig, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Wir sind nämlich exakt in die Richtung. Das ist quasi die Erdrotation. Und die bringt uns dann auch was, wenn es darum geht, in den Orbit zu kommen. Auch nicht zu unterschätzen. So, wir haben also es wurde was analysiert. Telemetry Analysis, also die Telemetriedaten. Und haben jetzt 0,8 für Flying Low Over Earth, glaube ich, war das. Flying Low Shores, ja, über den Shores. So, jetzt sehen wir schon, das Triebwerk hat ganz schön Power. Ja, schiebt hier mit 3G an. Hier ist auch die G-Anzeige für die Leute, die es interessiert. Ist auch ungefähr gleich mit der Thrust-Rate-Ratio. Von jetzt haben wir Surface-Level-Thrust, kommt langsam in die Nähe vom normalen Thrust-Rate-Ratio. Das liegt daran, da die Atmosphäre immer geringer wird, wie man hier oben sieht, im oberen Teil des Bildschirms. Und jetzt liegt man schon ein bisschen rüber. Oh, und ich war ein Trottel, ich war ein Trottel. Wir hätten natürlich wahrscheinlich schon den nächsten Contract annehmen können, der uns Geld gibt. Aber wir kriegen hier auch gerade gut Geld, weil wir hier ganzen World Firsts machen. Okay, completed, completed. Okay, erster Launch hat uns. Ach klar, dadurch haben wir ein bisschen Geld bekommen. Oh, jetzt haben wir hier schon Performance Loss, wenn wir die so lange laufen lassen wahrscheinlich. Und die hat sich ausgeschaltet. So, dann Zündung der anderen Triebwerke. Und Zündung von der Aerobee. Und? Was war los? Unstable, glaube ich. Aber Ignition Remaining. Warum wurde die nicht? Ja, okay. Sie hat noch gezündet? Nein, sie hat nicht mehr gezündet. Fail to ignite, okay. Schade. Ja, okay. So war es halt 1952, gell? Mit den Raketen. Aber, oh, wir kommen ganz knapp nicht in den Weltraum. Die Weltraumgrenze liegt bei 1000, bei 140 Kilometer. Haben wir leider nicht geschafft. Aber wir haben ganz viel Rekorde geschafft. Ja, ganz viel Speed Records, die uns Geld bringen und so. Und ja, Altitude Records. Die werden wir jetzt auch noch weiter laufen lassen, hier die Rakete. Nächsten Rekord gerade geschafft. Okay. Wie viel Electric Charge haben wir noch? 27%. Aber für 7 Minuten reicht es noch. Ja, die braucht jetzt nicht mehr so viel. Genau, jetzt lassen wir die mal noch ein bisschen laufen. So, genau, Parachute wollte ich ja anpassen. Toggle-Info. Kann man nämlich noch anpassen, wann die zünden. Ich will, dass der ein bisschen später ist. Genau, das sollte passen. Der, glaube ich, reicht, wenn man bei 3,6 so. Das passt. So, jetzt können wir nämlich zack den Parachute aktivieren. Haben wir mal gesehen. Teilt sich dann mit dem Parachute auch. Jetzt haben wir nur noch das Teil, was weiterfliegt. Und ja. Kann jetzt noch ein bisschen Science sammeln. Und wenn wir wieder zurück auf die Erde kommen, ich mache ein bisschen Beschleunigung hier, tue die Zeit ein bisschen nach vorne spulen. Wenn wir wieder zurück auf die Erde kommen, können wir das dann ja in Empfang nehmen. Ach, jetzt sehen wir es ganz knapp, bevor wir in den Weltraum gekommen wären. Schade, schade. Aber wir sammeln weiterhin schön Science, Wissenschaftspunkte. Mit denen können wir dann wieder schön Erforschungen betreiben. Aber schön schaut's aus hier. Haben wir die Sonne. Hinten kann man auch sehen, hier haben wir auch Planeten. Doch eine Mod. Eben hat es doch was angezeigt, gell, wo ich mit der Maus drüber bin. Warum macht sie das jetzt nur? Okay, normalerweise zeigt es dann die Namen an. Mod hier, die heißt Distant Object Enhancements. Macht dann eben die Planeten sichtbar für einen. Und macht den Himmel auch schön. Na, hier hinten sieht man, glaube ich, einen Mond. Ja, das ist der Mond.
Und wenn man eben nach oben guckt und die Erde nicht mehr blendet, die Atmosphäre, kann man da auch Sterne sehen. Soweit sind wir schon oben. Und wir fallen und wir fallen. Ne? Könnten wir die Zeit wieder beschleunigen, ha? Da ist unser anderes Raketenteil. Oh. Jetzt hat's mich gerissen. Jetzt hat's mich erschrocken. Ah, erschreckt. Ah, das war jetzt laut. Das habe ich nicht erwartet, dass jetzt die andere Rakete jetzt reißt. Aber okay, kann immer passieren sowas, gell? Wenn man so die Raketen auch in echt verfolgt, ist schon öfters mal passiert, dass so eine Rakete im Flug einfach auseinandergerissen hat und in tausend Teile dann explodiert ist. So, wir fallen, wir fallen. Wir fallen recht schnell. Und jetzt werden wir gebremst. Kurz vorm Aufprall. Wunderbar. So wollte ich das. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so hoch, 220 Meter nur noch. Ja, naja, ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt was sagen soll. Wir sehen, es funktioniert alles super. So funktioniert das übrigens auch nicht. Obwohl es so, so Schwerkraftspindeln, glaube ich, gibt, die man dann so irgendwo einhängen kann. Und dann bleiben die in einer gewissen Lage, obwohl das jetzt hier nicht der Fall ist. Das geht ja viel zu langsam. Gut. Raumfahrzeug bergen. Normal Recovery reicht mir in dem Fall. Wenn zum Space Plane Hangar will ich das sowieso nicht haben. Wenn, dann müssen wir es zum VIP wieder bringen können, aber komisch, warum das nicht geht. Aber vielleicht denkt das Spiel, dass das irgendwie nur noch ein Teil von dem Flugzeug ist oder so. Weil keine Triebwerke mehr dran sind oder alles. Aber gut. Unser zweiter Flug. Ja, hat uns ordentlich Wissenschaftspunkte erbracht. Hier auch nochmal ein bisschen. Wir sind jetzt bei 8,4. Also, ja, ist ordentlich. Und deswegen würde ich sagen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die zweite Folge. Und wir sehen uns in der dritten wieder. Also danke. Ciao.